Ja, schön. Wir kommen jetzt zur Predigt von Gottes Wort. Heute will ich etwas lehren, was dein Leben bereichern und verändern kann und vor allen Dingen das Leben anderer Menschen durch dich und mich für die Ewigkeit. Und zwar Jesus an der Tür. Und wir hatten einen Trainingstag gestern in Berlin von 10 bis 17 Uhr in der Lukasgemeinde in der Kurfürstenstraße. Jesus an der Tür. Es hat ein international bekannter Künstler gemalt, der auch Filme gedreht hat und der in ganz Amerika bekannt ist. Und da sind 9 Schritte und auch 3 Farben. Und ihm ist dann aufgefallen, dass das zufälligerweise unsere deutsche Flagge ist. Schwarz, Rot, Gold. Ja? Und ich glaube, Gott will Deutschland segnen, dass Deutschland zurückkommt, das Land der Reformation. Zurück zu Jesus Christus, als dem einzigen Herrn und der Retter. Ich will mit euch heute durch diese 9 Schritte gehen, durch diese Karte. Und damit kannst du mit Menschen ganz leicht ins Gespräch kommen über die Ewigkeit. Und dass Jesus an ihrer Tür steht und anklopft. Das ist also heute das Thema. In Offenbarung 3,20 lesen wir diese Stelle. Aber ich bete jetzt nochmal kurz für das Wort. Jesus, rede heute Morgen persönlich zu uns. Lass dein Wort auf fruchtbarem Boden in unserem Herzen fallen, dass es 30, 60, 100-fache Frucht hervorbringt. Jesus, du hast uns zu dir gezogen. Du hast, die wir an dich glauben, uns ewiges Leben gegeben, Vergebung der Sünden, Reinigung unseres Herzens, unserer Seele. Danke, Jesus, dass du ein naher Retter bist und ein naher guter Hirte, der uns führt und leitet durch diese verrückte Zeit. Rede jetzt uns ganz persönlich und lehre uns, wie wir eine Brücke sein können für Menschen in die Ewigkeit. Amen. Amen. Im Buch der Offenbarung, Kapitel 3, das letzte Buch der Bibel, da sind 7 Briefe an die 7 Gemeinden in Mesopotamien, in der heutigen Türkei, nein, nicht in Mesopotamien, in Kleinasien, der heutigen Türkei. Und in Offenbarung 3,20 sagt Jesus: Sei nun eifrig und tue Buße. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Gott überführt von Sünde, er will nicht, dass wir durch Sünde kaputt gemacht werden, sondern dass wir Buße tun. Und dann sagt er: Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und ich werde mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet die Sünden der Welt, die Finsternis, die Lüge in der Welt, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie ich überwunden habe und mit meinem Vater auf dem Thron sitze. Wer ein Ohr zu hören hat, höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Also Jesus sagt hier, er steht an der Tür und klopft an. Er steht an der Tür, manche sagen ja an der Tür der Gemeinde, das ist zur Gemeinde gesprochen, aber es ist gesprochen zu jedem Menschen. Gott klopft an unsere Herzenstür. Er will Gemeinschaft haben, weil er alle Menschen gleich liebt. Aber wir müssen die Tür öffnen, damit Gott hineinkommen kann. In Matthäus 28, das ist die 2. Folie, da sagt Jesus kurz bevor er in den Himmel zurückgeht zu seinem himmlischen Vater. Er ist am Kreuz gestorben. Er hat sein Leben gegeben, das Lamm Gottes, als Ersatzopfer für die Sünden der ganzen Menschheit. Er hat den Tod besiegt. Er hat Gericht besiegt. Wer an Jesus glaubt, kommt in kein Gericht mehr. Er hat deinen und meinen Fluch auf sich genommen. Vergebung der Sünden als Opferlamm Gottes bewirkt. Und dann sagt Jesus, kurz vor der Himmelfahrt, jetzt ist mir alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Das Wort heißt auch Autorität, Gewalt, Kraft, Autorität. Im Himmel und auf Erden ist mir gegeben. Geht jetzt hin, macht alle Nationen, im griechischen Urtext steht Völker, macht alle Völker zu meinen Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende des Zeitalters. Das ist das Zeitalter der Gnade, in dem wir jetzt sind, seit 2000 Jahren. Das ewiges Leben, Vergebung der Sünden, ein Geschenk ist aus Gnade. Du kannst dir ewiges Leben nicht verdienen. Du kannst es nur im Glauben aus Gnade empfangen, was Jesus am Kreuz für dich und mich getan hat. Amen.
Das ist die beste Botschaft der Welt. Und Jesus sagt, geht hin und macht zu Jüngern. Nicht nur gewinnt Fans, bekehrt Menschen zu mir, dass sie Buße von den Sünden tun, das ist schon wunderbar, sondern macht sie zu meinen Nachfolgern, macht sie zu Jüngern und lehrt sie, das zu tun, was ich meine ersten 12 Jünger gelehrt habe. Petrus, Jakobus, Johannes, Matthäus, Lukas, von denen wir die Evangelien haben. Amen. Also Jesus gibt hier einen Missionsbefehl. Er sagt, geht hin, bleibt nicht zu Hause. Geht zu den Menschen hin, die leiden, die kaputt gehen durch 1000 zerstörerische Dinge in der Welt. Folgt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Das hat Jesus seinen ersten 12 Jüngern gesagt. Das sagt er dir und mir. Und ich glaube, dass es nur zwei Reaktionen gibt auf diesen Befehl von Jesus Christus für jeden Gläubigen, Christen, gehorsam oder ungehorsam. Entweder wir gehorchen dem Missionsbefehl, das ist kein Missionsvorschlag, oder wir gehorchen nicht. Richtig? Und möge Gott uns ein gehorsames Herz schenken. Wir haben jetzt auch wieder gehört, da waren 150 Menschen aus 40 Gemeinden in Berlin gestern am Samstag für dieses Training. Und da wurde mehrfach wieder gesagt, so viele christliche Gemeinden schlafen. So viele Kirchen, so viele Christen schlafen, wo eine Welt draußen zugrunde geht. An Angst. Wir haben noch nie so viele Angstzustände gehabt. So viel Sorge, so viele wachsende Nöte. Zukunftsangst, sogar unter Teenagern. 14, 15, 16 Jahre. Angststörung. Das gab es früher gar nicht. Und wir müssen wirklich ein Herz der Liebe des Vaters haben. Ein brennende Liebe und Erbarmen, dass wir uns vom Heiligen Geist in die reifen Erntefelder senden lassen. Amen. Das ist, was Jesus sagt. Und in Johannes 4, ich habe letzte Woche darüber geredet, sei ein Brückenbauer für Jesus, verknüpfe Menschen mit Jesus. Da habe ich einen Güterwaggon gezeigt. Guck dir die Predigt an, wenn du sie noch nicht gesehen hast. Und das ist so ein gutes Bild, dass die Lokomotive sich den einzelnen Waggons naht, sich mit ihnen verknüpft. Und der Waggon, der irgendwo alleine für sich steht, kommt nicht zum Ziel. Aber wenn wir mit Gott verknüpft werden, dann zieht er uns in einen Segensplan, den er für unser Leben geplant hat. David sagt, Gott ist meine Kraft. Und wir müssen Menschen verknüpfen mit Jesus, damit sie nicht auf einem Abstellgleis sind, sondern damit sie ihre Berufung und ihre Talente und Gaben erkennen, ein Segen zu sein für andere Menschen. Amen. Und Jesus sagt zu dieser Frau am Brunnen, eine Samariterin, da habe ich gepredigt, das letzte Mal, er sagt ihr, dass sie 5 Männer hatte und der, mit dem sie jetzt lebt, ist nicht ihr Mann. Und sie kommt zum Glauben, dass Jesus der Messias, der Christus ist. Sie geht in ihre Stadt Samaria zurück und sie erzählt über Jesus und fragt, ist dieser vielleicht der Retter der Menschheit, ist das der Christus? Und die ganze Stadt kommt zu Jesus. Und sie erlebt Errettung, eine abgelehnte, verachtete Frau. Gott hat diese Samariterin gebraucht. Kann Gott dich gebrauchen? Kann Gott mich gebrauchen? Er kann jeden gebrauchen, der willig ist. Amen. Manchmal sagen wir, ja, ich habe nicht die Fähigkeit, das und das zu tun. Brauchst du auch 0%. Gott ist fähig. Amen. Jesus macht dich und mich fähig, wenn wir bereit sind, unser Leben ihm zu geben und zu sagen, Herr, ich bin in deiner Hand, gebrauche mich, nutze mich. Moses hat gesagt, kommt mir jetzt gerade, das ist gar nicht meine Notizen, 2. Mose 3, als er den brennenden Dornbusch sieht und Yahweh, ich bin, der Schöpfer von Himmel und Erde, sich offenbart, er sagt, ich habe dich berufen, mein Volk zu befreien aus der Herrschaft Pharaos, aus der Sklaverei. Und Moses sagt, ich kann das nicht. Ich kann überhaupt nicht reden. Ich habe keinerlei Begabung und Fähigkeit. Ich habe jetzt 40 Jahre mit Schafen verbracht. Und Gott sagt, wer hat dir denn den Mund gegeben? Wer hat dem Menschen den Mund gegeben? Ich werde dich fähig machen zu reden. Und jetzt haben wir 5 Bücher Mose. Und das zeigt, dass Mose irgendwie gelernt hat zu reden und zu schreiben. Amen. Also Gott macht dich und mich fähig. Und dann sagt Jesus in Johannes 4, Vers 33, die Jünger sagen, Jesus dient ständig, ohne Pause. Er sagt, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt.
Meine Speise ist, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Und dann sagt er, sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, bis die Ernte kommt? Sieh, ich sage euch, hebt eure Augen, die Erntenfelder sind schon reif. Und wer erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben. Das heißt, wir sammeln Frucht und Lohn in Ewigkeit, wenn wir in die Ernte gehen der Menschen in der Welt. Amen. Das ist, wofür Gott ewigen Lohn hat im Himmel. Und er sagt, die Erntefelder sind reif. Mich hat es nochmal tief getroffen an diesem Wochenende. Nicht in Asien oder Afrika, an jedem Ort. Amen. Zu jeder Zeit. Wir müssen uns bewusst sein, dass Jesus allgemein spricht, die Ernte ist reif, wenn du Menschen bei Lidl triffst, in deiner Nachbarschaft triffst, am Zaun triffst, beim Spaziergang triffst. Die Ernte ist reif. Und Gott beruft Arbeiter in seine Ernte. Amen. Und er will uns dafür auch trainieren. Das hat mich nochmal tief berührt. Ich möchte jetzt das mit euch einfach mal durchgehen. Ich folge meinen Folien, die nächste Folie. Da seht ihr diese Karte, die ich jetzt auch bestellen werde. Die werden wir hier verfügbar machen in der Gemeinde. Die kosten 1 Euro pro Stück. Aber die sind auch kompliziert zu drucken. Ich habe gesagt, okay, super, aber das säen wir in das Werk, das die produziert. Ich werde davon ein paar Dutzend kaufen, dass ihr die haben könnt. Und hier lernst du einen Leitfaden, wie du mit Menschen über die wichtigste Entscheidung ihres Lebens reden kannst. Nämlich in Frieden mit einem heiligen Gott zu kommen. Mit ihrem Schöpfergott, der sie Mutterleib gewollt hat. Der jeden Menschen im Mutterleib beruft und einmalig begabt und talentiert. Und dann stellst du die Frage, kennst du dieses Bild? Hast du das Bild schon mal gesehen? Die Frage kann jeder stellen, richtig? Und dann sagen die meisten Menschen nein. Manche werden auch ja sagen, weil das Bild ziemlich bekannt ist, international benutzt wird. Und dann kannst du sagen, ja, das ist Jesus an der Tür, der an deine Herzenstür klopft. Aber der Griff, um aufzumachen, die Türklinke ist innen. Die kann nur von dir geöffnet werden. Nur du selbst kannst die Entscheidung treffen, ich möchte Gott, ich möchte Jesus in mein Leben lassen. Gott zwingt sich niemandem auf. Er hat uns einen freien Willen gegeben, dass wir die Tür unseres Herzens öffnen. Und dann sind dort 9 Schritte. Und er verglich das mit Kugeln der Liebe, wie eine Waffe. Kugeln, die abgeschossen werden in das Herz. Und es gibt viele Zeugnisse, dass sich Leute mit einem dieser 9 Punkte zu Jesus bekehrt haben. Weil es ihnen eine Offenbarung wurde, weil es ihr Herz getroffen hat, dass sie Rettung und Vergebung brauchen. Und dann waren sie bereit, Jesus anzunehmen, wegen einer dieser 9 Punkte. Ich gehe die mit euch mal durch. Und ihr seht auch mit diesem wunderschönen Bild, das prophetisch ist, Jesus an der Tür jedes Menschen, siehst du die 3 Farben, Schwarz, Rot und Gold. Woran erinnert dich Schwarz, Rot, Gold? Woran erinnert uns das? An die deutsche Flagge. Amen. Die Bibel sagt in Jesaja, Finsternis lagert über den Nationen. Aber Gott will Gold bringen, Herrlichkeit. Wodurch kommt die Herrlichkeit? Durch das Blut. Amen. Die Finsternis lagert auf Deutschland, auf Europa, aber das ist das Blut des Lammes, das Blut Jesu Christi. Wodurch Herrlichkeit kommt, Beziehung mit Gott, ewige Beziehung zu Gott, dass wir den Sinn unseres Lebens nicht nur entdecken, sondern dafür auch leben. Schauen wir uns mal diese 3 Farben kurz an. Die schwarze Farbe redet von Sünde. Das ist unsere Sünde und Schuld, die uns trennt von Gott. Das Rot redet vom Blut Jesu, von der Vergebung der Sünden, die wir in Jesus Christus, dem Sohn Gottes, Gott wurde Mensch, die wir in dem Christus finden. Und das Gold redet von Herrlichkeit, die wir durch Sünde verloren haben. Dass die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes in dein und mein Leben kommt. Amen. Und jetzt gehen wir diese 3 Punkte mal durch, diese ersten 3 und die 9 Punkte. Und diese 9 Dinge kannst du auswendig lernen, in einer halben Stunde. Und wir haben gestern angefangen, das zu lernen. Und dann auf der Straße habe ich gemerkt, wie der Heilige Geist geholfen hat. Und das haben viele so erlebt. Und wenn du das verinnerlichst,
dann führst du auf eine ganz natürliche Beziehung und Weise ein Gespräch mit Menschen, die du vorher noch nicht kanntest. Und wir haben erlebt, dass das sehr einfach ist und dass Menschen wirklich bereit sind, sich durch diese kurze geistliche Reise zu nehmen. Also schwarz ist die Sünde und die erste Frage, die du stellst, hast du das Bild schon einmal gesehen? Betest du manchmal? Und viele Menschen antworten, ja, ich habe schon gebetet. Ja? Aber manchmal haben wir das Gefühl, dass das Gebet nicht durchdringt, dass es wie gegen eine Mauer kommt und dass wir keine Antwort zurückbekommen. Haben Sie das schon erlebt? Ja. Manchmal wird das Gebet beantwortet, manchmal nicht. Aber es ist viel besser, wenn wir den kennen, zu dem wir beten. Wenn wir wissen, dass da ein Gott der Liebe ist, ein himmlischer Vater, der sagt, bitte mich und ich werde dir geben. Und dann können wir lernen, im Glauben zu bitten. Und das kannst du dann Menschen erklären. Und Jesus steht an deiner Herzenstür, das ist der zweite Punkt. Aber nur du kannst die Tür öffnen und ihn hereinlassen. Und viele beten, ich habe das eben schon gesagt, aber sie spüren nicht, dass dort wirklich ein Gegenüber ist. Und sie haben nicht den Glauben, ja, wird mein Gebet erhört oder nicht erhört. Und dafür brauchen wir eine Beziehung zu Gott. Wir brauchen eine Beziehung, dass wir Gott kennen, zu dem wir beten. Der nächste, vierte Schritt ist das Blut Jesu, das die Sünde vergibt. Und dann kannst du der Person sagen, das haben wir gestern praktiziert, 150 Teilnehmer auf der Straße dann, stell dir mal vor, du trägst einen Rucksack auf deiner Schulter. Und da ist alles Falsche drin, was du jemals getan hast, alles Böse, was du jemals gesagt und getan hast, was Gott nicht gefällt. Wie schwer wäre dieser Rucksack? Wäre dein Rucksack schwer oder wäre er leicht? Wenn da alle Sünde, alle Schuld, alles Böse deines Lebens drin ist. Und die meisten Menschen werden sagen, das wäre ein schwerer Rucksack. Wow, das sind gewaltige Lasten. Die gute Nachricht ist, dass Gott diesen Rucksack von deiner Schulter nehmen will. Er will ihn abnehmen. Er will die ganze Schuld, die Sünde, all dieses, was belastet und bedrückt, abnehmen. Und er hat es sogar schon getan. Stell dir einmal vor, du schuldest 1 Million Euro. Das ist auch ein nächster Punkt in dem Gespräch. Du hast 1 Million Euro Schulden. Und jetzt komme ich aus Liebe zu dir, aus Erbarmen und sage, ich werde alle deine Schulden bezahlen. Die 1 Million, ich überweise das auf die verschiedenen Konten der Gläubiger. Ich schreibe Schecks und ich bezahle deine 1 Million Euro. Wie wäre das? Wie würdest du dich fühlen? Denk mal nach, wie würdest du dich fühlen? Du hast all diese Schulden, vielleicht auch nur 500.000 oder 300.000 oder 1 Million oder 2 Millionen. Ich zahle alle deine Schulden. Das wäre doch fantastisch, oder? Das wäre doch eine Party, ein Fest. Du wärst bestimmt dankbar. Aber weißt du, was die gute Nachricht ist? Genau das hat Gott getan, durch Jesus Christus. Jesus Christus hat all deine Schuld, dein Schuldbrief, für den wir Gericht verdient haben, was in deinem Rucksack ist, hat er auf sich genommen am Kreuz. Er hat sein Blut vergossen zur Vergebung und zum Erlassen all unserer Schuld und Sünde. Er hat deinen Rucksack geleert. Das ist die gute Nachricht. Er ist gestorben. Und die Frage an dich ist jetzt, du merkst, ich muss immer noch draufschauen, weil ich es auch noch nicht voll gelernt habe, aber das ist okay, das ist okay. Wirst du diesen Scheck einlösen heute? Willst du das im Glauben empfangen als Geschenk, was Gott für dich getan hat? Willst du heute diesen Scheck einlösen? Und die meisten Menschen sagen dann, wir haben es schon erlebt, ja, ich möchte, gerne. Das möchte ich gerne empfangen, diese Freiheit von Sünde und Schuld. Ist das nicht wunderbar? Und dann kommen wir in das Gold, eine Einladung, dass die Gegenwart Gottes in das Leben des Menschen, mit dem du gerade redest, hineinkommt. Seine Herrlichkeit, seine Gegenwart in dieses Leben hineinkommt. Und dann kannst du fragen, was wäre, wenn Jesus jetzt vor dir stehen würde, in Person, und er würde sagen, lass mich in dein Leben rein.
Würdest du die Tür aufmachen und ihn reinlassen? Frage euch, würdest du die Tür aufmachen? Ja. Und das sagen die Menschen auf der Straße, ja, ich würde die Tür aufmachen. Ich würde die Tür für Jesus aufmachen. Dann kannst du sagen, das ist eine wunderbare Entscheidung. Sehr, sehr gut, das ist eine weise, kluge Entscheidung. Weil Gott liebt dich so sehr. Er ist Liebe. Kannst du den Wind sehen? Das ist der achte Punkt, ihr seht das hier in der Folie. Kannst du den Wind sehen? Nein. Oder manche sagen, ja, ich sehe die Blätter sich bewegen, ich sehe die Äste sich bewegen. Das ist die Auswirkung des Windes, richtig? Du siehst den Wind selbst nicht, aber du siehst die Wirkung des Windes, wie er die Bäume bewegt. Und genau so ist es mit Gottes Gegenwart, mit seiner Kraft. Du siehst die Kraft Gottes nicht, aber wenn sie dein Leben erfüllt, dann spürst du Gottes Gegenwart und Kraft. Das ist wie der Wind des Heiligen Geistes. Kann ich jetzt mal für dich beten, dass Gottes Gegenwart in dein Leben kommt? Ja. Was würdest du sagen auf der Straße? Kann ich jetzt mal für dich beten, dass Gott mit seiner Gegenwart dich berührt, dass seine Gegenwart, seine Kraft in dein Leben kommt? Und wir haben es jetzt gestern selbst erlebt. Die Menschen sagen, ja, du kannst für mich beten. Wir haben es gestern zweimal erlebt. Und dann lege ich meine Hand auf. Darf ich meine Hand auflegen? Ja. Und dann kannst du beten, danke Jesus, dass du diese Person so liebst, hat dir vielleicht den Namen genannt, Viktor, Arthur, Steffi. Danke, dass du Steffi so sehr liebst, komm jetzt mit deiner Gegenwart in ihr Leben. Heiliger Geist, begegne jetzt, füll sie vom Kopf bis zu den Füßen mit deiner Gegenwart und Kraft. Ich segne jetzt diese liebe Person, mit der ich gerade rede. Danke Gott, dass du ihr Leben mit deiner Kraft, mit deiner Gegenwart erfüllst. Ich segne sie, dass du in ihrem Leben erfahrbar und spürbar bist. Schenk ihr den Glauben an das, was Jesus für sie getan hat. Amen. Halleluja. Und dann kommen wir zum letzten Punkt. Und wir sagen, momentan warst du auf deinem Lebensweg nicht direkt mit Jesus unterwegs. Wärst du bereit, ihn jetzt einzuladen in dein Leben? Dafür musst du die Richtung wechseln, dass du sagst, ich will diesen Rucksack loswerden. All diese Schuld, all dieses Böse und Schlechte, was ich getan habe, ich will davon umkehren, ich will das Jesus geben, damit ich es für immer los bin. Bist du bereit, das heute zu tun mit mir? Und da hat die Person zwei Möglichkeiten. Sie kann Ja sagen oder sie kann Nein sagen. Dann ist sie noch nicht bereit. Dann kannst du fragen, ja, was muss denn passieren, damit du Ja sagst? Du hast doch eben gesagt, du würdest Jesus einladen, als ich dich gefragt habe. Wenn Jesus jetzt hier wäre, würdest du die Tür öffnen, würdest du ihn reinlassen, du hast Ja gesagt. Dann bete doch jetzt mit mir, ihn in dein Herz einzuladen. Manchmal, wenn die Person noch nicht bereit ist dazu, kannst du das Gebet ihr vorbeten. Und dann kannst du ihr sagen, du hast keine Garantie auf einen Morgen. Stimmt. Weißt du, ob du morgen leben wirst? Nein. Darum sagt die Bibel, heute, wenn du seine Stimme hörst, mach dein Herz weich, verhärte dein Herz nicht. Jesus liebt dich so sehr. Er möchte heute in dein Leben kommen. Bete das dann heute Abend, wenn du es nicht jetzt mit mir betest. Mach das heute Abend. Sag, Jesus, öffne dir mein Herz. Vergib mir alle Schuld und Sünde. Ich danke dir, dass du am Kreuz zur Vergebung meiner Sünde gestorben bist. Amen. Und wenn die Person sagt, ja, ich möchte das, dann betest du mit ihr ein Hingabegebet an Jesus und sagst, sprich mir nach. Jesus, ich komme jetzt zu dir, vergib mir alle Schuld und Sünde, die ich je getan habe. Komm in mein Leben, sei mein Herr und mein Retter. Und ich will dir nachfolgen den Rest meines Lebens. Amen. Das ist dann das Gebet, Jesus, vergib mir die Sünden. Und das, was mich beeindruckt hat von Scott, dessen Vater ein Berufskrimineller war, der aus ganz schlimmen Verhältnissen kommt, das ist jetzt eine weltweite Bewegung mittlerweile auf allen Kontinenten. Und da ist eine App und auch diese Karte ist in allen Sprachen verfügbar. Und du siehst das auf jesusatthedoor.com. Und da werden wir uns als Gemeinde eintragen. Und dann kannst du von der Person den Namen und die Handynummer erbitten, mehr brauchen wir nicht, um in Kontakt zu sein.
Und dann sagst du, so wie du jetzt mit WhatsApp verknüpft bist, während wir reden, kriegst du dieses Bild zugeschickt. Und die Menschen, viele werden so tief dadurch berührt, die wollen das Bild haben. Und die wollen das haben, was sie gerade als Schritte in Versöhnung mit Gott gemacht haben. Das ist also eine Evangeliumspräsentation, die jeder Christ lernen kann. Eine Einladung, damit du Partner im Missionsbefehl Jesu Christi wirst. Amen. Das ist Matthäus 28, 18 bis 20. Und wir müssen ganz neu uns hingeben und sagen, Herr, ich schaffe dafür Zeit und Raum. Amen. Wir haben nur dieses eine kurze Leben. Wir wissen nicht, wie viel Zeit noch ist, bevor das Endgericht über die Menschheit kommt. Die Zeiten sind böse und werden immer schlimmer. Und wir müssen sagen, Herr, ich will mich selbst verleugnen. Gebrauche mich. Ich will dir Zeit geben. Jeden Tag, wenn du mir eine Person zeigst, dann hab die Karte dabei und übe das. Und ich sage dir, das wird wie eine zweite Natur. Es kann wie ein Lebensstil werden, soll es werden. Und dann redest du aus dem Geist. Dann brauchst du keinen Spickzettel mehr, sondern du redest. Und der Heilige Geist macht das Evangelium, das Gottes Kraft zur Errettung ist, Römer 1,16, lebendig. Das machst nicht du, Amen. Das mache nicht ich. Das macht der Heilige Geist, der mit dir und mir geht, wenn wir für Jesus Christus Botschafter sind. Amen. Er nennt das King's Army, die Armee des Königs. Jesus ist der König. Wir sind Unterkönige, König der Könige. Amen. Der Herr der Herren. Und wir sollen Teil der Armee des Königs werden. Ich will dir dazu nochmal 2. Timotheus vorlesen. Und zwar 2. Timotheus 2, 1 bis 4. Ich habe oft darüber gepredigt. Ich liebe das. Der Apostel Paulus nennt an seinen Nachfolger Timotheus, der Bischof wurde von Kleinasien und Ephesus. Er sagt, 4 Bilder, werde Lehrer, Soldat, Ackerbauer und wie ein Athlet. Aber hier geht es jetzt um den Soldaten Christi. Du nur mein Kind, sei stark, 2. Timotheus 2, 1 bis 4, in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Also merke, Gott braucht nicht meine Kraft. Wir sollen stark werden, du und ich, in seiner Kraft. Amen. Du und ich, wir empfangen seine Fähigkeit zu reden, wie Moses es empfangen hat. Wie es die einfachen Fischersleute, Petrus, Jakobus, Johannes, das waren keine Gelehrten. Das waren ganz einfache Fischerleute. Zöllner, die waren alle nicht redebegabt. Aber sie haben die Welt verändert. Wodurch? Durch die Fähigkeit, die der Heilige Geist gibt. Amen. Das sollte dich und mich ermutigen. Werde stark in der Gnade, die in Christus ist. Was du in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch wieder andere zu lehren. Und du kannst wieder andere lehren, was du gelernt hast. Amen. Und da wollen wir tiefer reingehen in Evangelisation und Jüngerschaft. Und dann sagt er, nimm teil, in Vers 3, an den Leiden als ein guter Streiter. Das Wort ist aber Soldat Christi Jesu. Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in Beschäftigung des Lebens, damit er dem gefällt, der ihn angeworben hat. Du kannst Zivilist sein. Zivilisten kümmern sich nur um ihre eigenen Angelegenheiten. Sie sagen, oh, ich habe heute genug gearbeitet, jetzt lege ich die Beine hoch, das nächste Fußballspiel kommt, Popcorn raus, jetzt gucke ich einen Film an, ich bin Zivilist, ich habe jetzt gearbeitet, jetzt muss ich mich selbst belohnen. Ich, mir, meiner, mir, selbstzentriert. Ein Soldat, das hat mich nochmal tief berührt, ein Soldat Jesu Christi lebt nicht für sich selbst. Er lebt für den, der ihn angeworben hat. Das ist eine Profi-Soldaten-Mentalität, in der Armee des Königs zu sein. Amen. Wir müssen wechseln von Zivilist zu Soldat der Liebe Jesu Christi. Amen. Weil wir sind Botschafter an Christi Stadt, eine verlorene Welt zu den Füßen Gottes zu bringen, sie zu erretten. Amen. Und das Evangelium ist die Kraft. Das ist das Dynamit, das einen tiefen Eindruck hinterlässt in den Herzen der Menschen. Der Scott sagt jetzt am Samstag, es ist wie eine Granate. Wenn die explodiert, hinterlässt sie einen Krater. Da wird etwas verändert für die Ewigkeit. Und wenn du mit diesem Evangelium der Kraft, der Liebe Gottes, der Rettung kommst, dann hinterlässt es einen tiefen Eindruck im Herzen des Menschen. Viele werden sofort errettet. Halleluja.
manche vielleicht einen Tag, eine Woche oder einen Monat später. Aber du hinterlässt einen Eindruck des Evangeliums der Errettung durch Jesus. Und das ist dein und mein Job. Amen. Also ich habe mich begeistert gepredigt. Wir wollen wirklich Soldaten in der Armee des Königs sein. Was hältst du davon? Dass wir uns selbst verleugnen. 365 Tage im Jahr. Und dass wir ein Herz haben und sagen, Jesus, zeig mir heute Menschen, die du vorbereitet hast, mit der oder mit dem ich heute reden soll. Amen. Ich schließe jetzt die Predigt hier. Lasst uns nochmal dafür beten. Amen. Wenn du berührt worden bist, du hast vielleicht Jesus noch nie angenommen, mach das jetzt. Sag, Jesus, vergib mir alle Schuld und Sünde. Danke, dass du diesen Rucksack der Schuld von meinen Schultern jetzt entfernst. Sei mein Herr und meine Retter. Vergib mir alle Schuld und Sünde in Worten und Taten, die ich je getan habe. Komm in mein Herz, sei mein König und mein Herr, in Jesu mächtigem Namen. Amen. Wenn du das gerade gebetet hast, schreib eine E-Mail an info@neuesleben.berlin. Wir schicken dir ein neues Testament und gerne auch hilfreiche Literatur. Schreibt auch eure Kommentare, wie dich diese Lehrteil, Jesus an deiner Tür, und dieses Werkzeug dich gesegnet hat. Gerne schicken wir es dir auch als Brief zu, sage ich jetzt spontan. Schreib einfach eine E-Mail und wir können dir das gerne zuschicken, dich damit auch vernetzen. Gottes reichen Segen. Amen. Lass uns noch mal